Hallo und herzlich willkommen auf finanzdiva.de. Jens und ich, die Kate, sind heute ganz stolz auf unseren Gast. Und zwar Vanessa Wenck, Immobilienexpertin, ist heute zu Besuch, weil ich lese nämlich gerade ein Immobilienbuch von dem, wie heißt er denn eigentlich, Alexander Goldwein. Und Ach ich so, habe, das heißt Geld verdienen mit Wohnimmobilien. Und ich habe festgestellt, ich habe ja selbst ein paar. Das ist ein ganz schön zähes Thema und deswegen würde ich es gern spannender machen und einfach erklärt haben. Und ich denke, Vanessa, du bist unsere Expertin und kannst Leute eher dazu begeistern als so ein langweiliges Buch. Herzlich willkommen erstmal bei uns heute in der Runde. ja, danke schön für die Einladung. Ich bin gespannt auf die Fragen und hoffe, dass ich den einen oder anderen zum Thema Immobilien natürlich inspirieren kann. Was mich halt interessiert, ist die Frage, jetzt haben wir die Corona-Pandemie und viele Leute wissen nicht, wohin mit ihrem Geld, haben große Angst vor Inflation. Und es heißt ja immer, eine Immobilie ist ein sicherer Hafen. Und mich würde mal deine Meinung dazu interessieren, welchen Einfluss hat denn diese Krise auf den Immobilienmarkt? Ja, also grundsätzlich einen sehr, sehr großen, wobei die Immobilienbranche an sich natürlich mit einem blauen Auge relativ gut davongekommen ist. Andere Branchen haben da sehr stark mit zu kämpfen. Nichtsdestotrotz gibt es die ein oder andere Sparte, die ultimativ in der Katastrophe schlechthin ist. Das heißt also zum Beispiel alle Eigentümer von Einzelhandelsimmobilien sind sehr stark betroffen, die wahrscheinlich halt eben auch Mieter haben im Einzelhandel, die selbst keine Umsätze mehr machen und auch ihre Miete nicht mehr bezahlen können. Genauso Gastronomen, wobei ich der Meinung bin, auch im vergangenen Jahr hat man beobachten können, dass die Eisdielen trotzdem einen sehr, sehr horrenden Umsatz gemacht haben und ja, doch die ein oder andere Gastronomie nicht so extrem geschädigt war, wie wir alle vermutet haben. Also von daher ein absolutes Problem ist Real Estate im ja, Einzelhandel und ansonsten profitieren wir sehr stark davon. Ja klar, also Büro ist noch so ein bisschen kritisch, da versuchen wir uns gerade noch so anzunähern. Ist das jetzt eher in der Zukunft so, dass alles auf Homeoffice umgestellt wird oder zumindest ein grober Teil tatsächlich, ein großer Teil auch. Da tasten wir uns noch ran. Das wird sich die nächsten Jahre dann erst wirklich entscheiden. Aber im Bereich Lagerflächen, ne, also alles, was jetzt auch Amazon und so weiter tatsächlich Online-Versand anbelangt, da sind wir sehr stark. Und Wohnimmobilien an sich als Kapitalanlage und auch für die Selbstnutzer ist sehr, sehr auffällig, dass dort die Preise zum Teil sogar nach oben schießen. Und Immobilienblase platzen, hört man immer mal wieder. Also wir haben jetzt aktuell die Erfahrung gemacht, dass die Menschen sich in Betongold im wahrsten Sinne des Wortes stürzen und auch Menschen, die vorher keine Begeisterung für Immobilien hatten, sind jetzt plötzlich, wie du schon richtig sagtest, im sicheren Hafen Immobilie fühlen sie sich jetzt besonders wohl plötzlich. Und das macht mir als Investorin wiederum so ein bisschen Angst auch, weil natürlich sehr, sehr viele Menschen in der Quantität in diese ja, in diese Branche stürmen und wollen jetzt plötzlich auch mitmischen. Und das treibt den Preis gerade im Segment Wohnimmobilien nach oben. Aber es bleibt auf jeden Fall sehr spannend. Da tut sich ja als Vermieter ist man ein bisschen so eine Zwickmühle. Ja? Man ist ja eigentlich im C2C-Geschäft, also man hat direkt zum Kunden Kontakt und man ist selber ja auch ein Kleiner sozusagen. In Berlin will man die Vermieter sogar enteignen mittlerweile, zumindest die größeren. Mieter wollen immer weniger zahlen und Vermieter wollen natürlich immer mehr bekommen. Ist da jetzt eine Annäherung erreicht irgendwann? Haben wir da eine Decke erreicht oder geht das noch weiter? Also sicherlich haben wir in Ballungszentren ein absolutes Problem. Also vollkommen klar. Ich bin mir auch nicht sicher, wie das in Zukunft dann wirklich so sein wird. Aber es gibt auch den einen oder anderen Bürgermeister, der schon sagt, also lieber Eigentümer eines leeren Grundstücks, du hast hier grundsätzlich die Möglichkeit zu bauen. Wenn du jetzt hier keinen Wohnraum schaffst, dann ja, musst du es uns, der Stadt, verkaufen. Oder du musst hier bauen. Ja? Das sind solche
solche Maßnahmen, wie sich auch Städte versuchen, da so ein bisschen durchzusetzen. Und das hat auch nicht wirklich was mit diesem ganzen Corona-Thema zu tun, sondern das haben wir grundsätzlich auch schon länger in der Diskussion. Und da bin ich noch gespannt, wie sich das alles entwickelt. Ich glaube aber tatsächlich daran, dass sich aufgrund dieser Pandemie und diesem Homeoffice verlagern, tatsächlich auch vielleicht die Lage ein bisschen entspannt in den großen Städten, in den Ballungszentren und dass vielleicht doch der ein oder andere, ich komme vom Dorf, 1200 Einwohner, vielleicht doch wieder zurück aufs Dorf geht und ein bisschen ja legerer leben wird und dann lieber mehr Fläche auch hat, ein Homeoffice kreieren kann und vielleicht entspannt das die ganze Situation. Ich würde es mir ein bisschen wünschen, weil die kleineren Ortschaften wären jetzt in den nächsten Jahren echt zugrunde gegangen, denn die Generationen sterben da aus, die Neuen kommen, wenn sie nachkommen, in die Großstädte und ich würde es toll finden, wenn wir wieder ein bisschen ländlicher werden in unserer Gesellschaft. Willkommen in meiner Welt, Katja. Bei uns gibt es sogar Kindergartenplätze. Ja. Ich werde ja immer gefragt, ob ich das Kind erst nächste Woche bringe. Das ist alles so stressig. Und ich so, okay. Aber was mich mal interessieren würde, wie bist denn du zum Thema Immobilien gekommen und wann und wo hast du deine erste Immobilie gekauft und hast du die überhaupt noch? Ja, also Thema Immobilien. Ich war schon immer sehr vertriebsstark, also eigentlich aus der Logistikbranche kommend, war ich im Vertrieb Außendienst, war dafür zuständig, dass wir Luft-, Seefracht- und Landverkehr verkauft haben. Wusste ich schon mal, ich will zurück in die Immobilie, weil wir auch aus einer Familie kamen, die sehr stark baulastig unterwegs war. Ich habe immer auf einer Baustelle irgendwie gelebt zu Hause. Wir haben immer das Zuhause verschönert. Das wollte ich immer machen und gepaart mit Vertrieb, dann war der Job des Immobilienmaklers prädestiniert für mich, also auch Grundrissgestaltung, Umgestaltung, Staging und Styling von Wohnräumen, Präsentieren und Kreativität, das war genau mein Thema in der Synergie mit Verkauf, also perfekt. Und dementsprechend habe ich dann auch mich so ein bisschen umgehört und einfach mal geguckt, was gibt es eigentlich so an Maklern? Und dann habe ich so diese alt eingestaubten, konservativen Makler gesehen und dachte, oh nee, das ist gar nichts für mich. Ich würde das gerne ein bisschen revolutionieren, ein bisschen innovativer, jünger, dynamischer machen. Und ja, dann habe ich auch, nachdem ich bei zwei Unternehmen gelernt habe, zum einen ein mittelständisches Unternehmen, dann abgeworben worden von Engel & Völkers Commercial, danach mein eigenes Unternehmen gegründet, weil ich gemerkt habe, oh, also mit meiner Art, es wird schwierig in diesen einschlägigen Franchise-Systemen auch. Da muss man schon sehr stark in eine Schublade gehen. Und ich wollte doch was Besonderes, Neues kreieren und dieses Image irgendwie nach oben holen und diesen Stocker aus dem Arsch kriegen bei den Maklern. Und deswegen habe ich tatsächlich dann auch einen YouTube-Kanal gegründet und versucht, den Menschen einfach auch zu zeigen, hey, da gehört so viel mehr dazu in unserem Beruf. Ja, und dann habe ich über die Jahre das alles aufgebaut und die erste Immobilie tatsächlich selbst vor circa 2 Jahren gekauft. Also meine Idee war, ich sorge erstmal dafür, dass ich ganz viel Eigenkapital aufbaue und als Unternehmerin stärker werde und dann tatsächlich dieses Klein-Klein-Geschäft überspringen kann. Also diese ein oder zwei oder drei Zimmerwohnungen kaufen, sanieren, wieder verkaufen oder im Bestand behalten. Das war mir zu Mainstream und zu wenig Gewinn tatsächlich auch. Und deswegen habe ich dann vor 2 Jahren meine erste Immobilie gekauft mit, ich glaube, um die 400 Quadratmeter Fläche. Und dort, da klingelt es dann halt auch direkt, ne, in den Kassen. Da muss man jetzt nicht erst mal 10 Jahre lang irgendwie die Immobilie haben und dann vielleicht mal verkaufen steuerfrei, sondern das lohnt sich direkt von Anfang an. Und ja, die Immobilie habe ich auch immer noch und mittlerweile bin ich auch ja, in der Projektentwicklung tätig. Also das heißt, dieses ganz Typische, ich kaufe eine Wohnung, behalte einen Bestand und lebe von der Miete, das gibt es jetzt so bei mir nicht, sondern ich baue dann beispielsweise ehemalige Schleckerläden oben zu 6 wunderschönen neubauartigen Wohnungen oder dass ich aus alten Praxisflächen wunderschöne neue Immobilien zauber. Jetzt hier ist eine Produktionshalle eigentlich gewesen. Hier haben wir jetzt auch ein Büro integriert und Sozialräume.
für die Mitarbeiter. Draußen wird ein Pool gebaut. Also ich versuche aus irgendwelchen alten, hässlichen Gewerbeimmobilien ein richtig tolles neues Zuhause zu kreieren und das verkaufen wir dann auch. Von daher, ja, ich habe auch aktuell noch alle Immobilien, noch nicht eine einzige verkauft. Stichwort Mietzins. Ein Freund von mir plant gerade den Kauf eines Hotels mit Gasthof am Tegernsee mit Fremdkapital. Wir haben mal ausgerechnet, Investitions- und Mieteinnahme ungefähr 2%. Lohnt sich sowas überhaupt noch oder ist das dann der reine Spekulationsgewinn, den man da noch mitnehmen kann? Da fragst du echt die Falsche, weil also für mich persönlich würde es sich nicht lohnen. Ich würde sowas auf gar keinen Fall machen. Das hört sich für mich eher nach einem schönen Hobby an. Nein. Für mich nein. Wo muss denn ein Mietzins liegen, dass man als Vermieter noch Spaß hat? Ja, also es kommt tatsächlich auch auf die Region an. Das hört man auch immer wieder. Aber ich würde jetzt als Anfänger in solchen, ich sag mal, nicht so polarisierenden oder auch lebhaften Städten wie, wo ich ja komme, aus der Nähe von Eschwege, Kassel, da Nordhessen, die Ecke, wenn ich da keine Ahnung von habe, eher nicht investieren, sondern würde dann eher in solche Städte ab 200.000 Einwohner investieren. 4% ist schon ein Minimum aus meiner Sicht. Also, aber ich will damit halt auch Geld verdienen, ne? Also es gibt halt Menschen, die wollen einfach nur ihr Geld anlegen und wollen möglichst nichts verlieren. Deswegen bin ich da mit Sicherheit nicht so die Mainstream-Ansprechpartnerin. Aber da könnte ich mal den Gerald Thörhan weiterempfehlen, den Investmentbank. Schreib mit, Katja, gell? Tatsächlich habe ich vor 10 Jahren ungefähr meine erste Immobilie gekauft und die zweite dann gleich wegen Gerald Hörhan. Ich habe sein Buch gelesen. Da dachte ich, okay, ich muss jetzt unbedingt Immobilie kaufen. Kleine hässliche Löcher. Aber die ich bin halt so, ich kann die Dinger nicht verkaufen, weil ich hänge gleich immer so dran und ich sammle so gerne Dinge. Und dann denke ich, oh Gott, ich beneide jeden, der sich davon trennen kann, von dem ganzen Zeug. Okay. Und auch eine Kasse macht. Also ja. Es gibt auch Preise, dafür muss man sich dann trennen und kauft mal wieder was Neues. Also was mich auch interessieren würde, es ist ja echt schwierig aktuell ein gutes Objekt zu finden, was auch wirklich noch Rendite abwirft. Wo lohnt sich denn die Suche noch deiner Meinung nach? Also in München glaube ich definitiv nicht. Ja, also sicherlich gibt es Regionen, wo ich direkt sagen kann, das ist so überlaufen, das ist eigentlich ein Drama, dort Immobilien zu kaufen. Langfristig zahlt sich es wahrscheinlich doch wieder aus. Man kann das ja auch in den letzten 50 Jahren wirklich beobachten, dass das immer weiter nach oben ging. Das ist vollkommen klar, aber es gibt, denke ich, Gebiete, wo die Preise noch nicht komplett eskaliert sind, sage ich jetzt mal. Es ist aber auch eine Strategie des Einkaufs, ne? Also was man nicht unterschätzen darf, ist, dass man sich ja auch anderen Medien bedienen kann, außer Immobilien-Scout, ne? Man muss ja nicht immer bei den einschlägigen Portalen auch suchen, ne? Sondern einfach auch mal Augen und Ohren wirklich offen halten und in die Offensive gehen. Unterschiedliche Menschen einfach mal ansprechen. Man hat ganz viele Kontakte in Social Media, in dem eigenen WhatsApp-Verlauf. Geht die doch einfach alle mal an und fragt sie, hey, kennst du jemanden, der mit dem Gedanken spielt, seine Immobilie zu veräußern? Oder gibt es vielleicht ein Thema bei euch in der Familie oder in der Umgebung, dass man dort Immobilien geerbt hat oder demnächst vererben wird? Oder gibt es irgendeinen Scheidungsfall oder so? Also auch wenn es wehtut und ein bisschen makaber klingt, aber das sind einfach solche sozialen Themen, wo sich dann ein Wandel ergibt und wo ich dann auch sage, hey, ihr müsst da vorher da sein, ne? Bevor die Immobilie überhaupt irgendwo in den Portalen landet. Und deswegen ist auch im Rahmen meines Mentoring-Programms das so ein absolutes Kernthema. Wie kommt man überhaupt an Immobilien ran, die jetzt einfach auch noch nicht am Markt sind? Und also da haben wir ein komplettes Akquise-System aufgesetzt. Mit welchen unterschiedlichen Medien kriegt man da jetzt eben neue Objekte, sei es offline oder online, sei es Social Media oder
sogar mit unseren Lead-Generierungsmaschinen, mit denen ich also auch selber gar nicht mehr in die Offensive gehen muss, sondern ich etwas habe, was ausgespielt wird und dann landen Eigentümeradressen im Postfach. Und da bediene ich mich sämtlicher innovativen Möglichkeiten, aber auch gepaart mit dem Thema Netzwerk. Und das funktioniert dann sehr gut, dass man auch in Regionen, wo es doch sehr teuer ist und man erstmal abgeschreckt ist von den Preisen, dass man auch dort die eine oder andere Immobilie findet, die lukrativ ist. Also vielleicht mal kochen lernen, Jens, und dann zu den Omas gehen und Opas, die vielleicht keine Erben haben. Und sie fragen, ob sie mal sterben werden. Was vorbeibringen kann. Unter den Generationen Netzwerken, weil ich kenne schon einige Rentner, wo ich weiß, da gibt es keine Erben und die haben schon schöne Häuschen hier in München. Siehst du, die haben bestimmt trotzdem WhatsApp, oder? Ich wink denen immer, aber die gehen nicht raus, die kommen einfach nicht raus und ich denke immer, ich hätte sie gerne mal zum Kaffee eingeladen. Okay, dann musst du mal solche Bewerbungsmappen hier verschicken, die wir machen und die lesen sie dann bestimmt auch hinterm Fenster. Ja, wegen Corona haben die Angst, deswegen kommen die nicht raus aktuell, aber wenn die Pandemie vorbei ist, wäre das eine Idee. Ja? So gute Unterlagen kreieren, die sie interessant finden. Und dann positionierst du dich da drin und dann so kaufen wir auch als Immobilienmakler ein oder so. Sage ich zumindest meinen Mentis, dass sie es machen sollen. Und die, die es machen, die sind auch richtig erfolgreich. Also von daher einfach mal sowas erstellen und vorbeibringen, dann lesen die sich das schon durch. Mein Wirtschaftslehrer hat mal zu mir gesagt, wer in der eigenen Immobilie wohnt, der hat das deutsche Steuersystem nicht kapiert. Also ja. Stichwort Abschreibung, Stichwort Investitionsruine, was macht mehr Sinn? Eine Immobilie kaufen und darin wohnen oder sich eine Immobilie mieten und darin wohnen? Ich selber mache es wahrscheinlich so, wie es nach Vorschrift sein soll. Privat wohne ich zur Miete und den Rest habe ich tatsächlich auch investiert in Immobilien und mache da einfach nach Vorschrift alles, was man tatsächlich auch von Investmentbank Gerald Hörhahn, wahrscheinlich ein Herr Knedel und ein Jakob Mehren, der würde das vielleicht auch sagen, aber der hat so viel Geld, bei dem spielt es nun wirklich keine Rolle mehr. Also von daher, meine Antwort ist, ich wohne privat zur Miete und den Rest investiere ich dann als Kapitalanlegerin oder als Investorin in andere Objekte oder in Unternehmen. Wir wohnen ja auch zur Miete. Mein Mann wollte unbedingt ein Haus kaufen in München. Und ich so, um Gottes Willen, dann hätten wir erstens einen Garten. Da muss ich mit dem Rasenmäher raus. Ich habe keinen Bock auf Rasenmähen. Ich habe auch keine Lust, wenn irgendwas kaputt ist, weiß ich, dass der keine handwerklichen Fähigkeiten hat, dann muss ich das reparieren oder mir einen Handwerker suchen. Und so rufe ich immer den Hausmeister an. Jetzt ist letzte Woche, der kocht ja immer, mein Mann. Da ist unser Herd kaputt gegangen. Mich stört sowas nicht. Da war dann die Sicherung rausgeflogen. Jetzt fing er an, ja, ruf endlich den Hausmeister an, der muss das reparieren. Und dann habe ich wieder gesehen, ach ja, da kam sofort der Hausmeister und kümmert sich. Und wenn du wirklich was kaufst, hast du den ganzen Mist an der Backe, der mit Eigentum einhergeht. Und ja, da habe ich echt keine Lust dazu. Aber es versteht, die Mehrheit der Deutschen wollen gerne ihr Häuschen grün, aber das frisst deine Zeit, dein Leben. Gerade wenn du älter bist und kannst nicht mehr als Rentner, hast du da ein riesen Grundstück, dann musst du dich drum kümmern. Absolut. Also ich war schon auch überfordert, bis vor kurzem noch in einem Neubau gewohnt mit einem Garten und so weiter. Das war für mich schon zu anstrengend. Also ich bin jetzt auch froh, dass ich das wieder los bin. Glaubst du denn, es reicht, Immobilien zu besitzen oder braucht man das ganze Paket, Aktien, Gold, vielleicht noch Bitcoins? Oh. Ja, um ehrlich zu sein, ich habe so eine Frage befürchtet. Hier bin ich wahrscheinlich auch nicht so ganz Mainstream unterwegs. Grundsätzlich ist meine Antwort auf so eine Frage, es kommt auf die Person an. Ja, es gibt Menschen, die sind sehr bewandert, was diese ganzen Anlagen auch anbelangt. Es gibt Menschen, die sind diversifiziert und es gibt Menschen, die sind sehr, sehr stark in einem Element drin. Ich kann jetzt nur von mir sprechen. Ich bin sehr stark in einem Punkt drin und das ist das Thema Immobilien. Ich habe auch, und da muss ich so ein bisschen auch sagen, zu meiner Schande gestehen, dass ich auch nur Immobilien und nur
Geld habe, aber kein Gold und keine Aktien. Also ich habe meine eigenen Unternehmen, ich habe meine eigenen Immobilien und ich habe Geld auf dem Bankkonto. Also so das ist so das, worüber ich ungefähr was sagen kann. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, in Gold zu investieren. Ich habe keine Ahnung von Aktien und dementsprechend für meine Wenigkeit, ich würde mein Geld da jetzt nicht reinsetzen. Ja, und ich würde auch niemandem empfehlen, nur weil es sich ganz nett anhört, in Aktien zu investieren, man aber keine Ahnung hat und auch keine Geduld hat, sein Geld auch mal über viele, viele Jahre liegen zu lassen. Dem würde ich es auch nicht empfehlen. Ja? Jetzt ist es bei mir so, ich kaufe wirklich, kann man so sagen, die Probleme anderer Menschen und versuche mit sehr viel Liebe, Leidenschaft, auch Geld und auch Zeit mit meinen Mitarbeitern, mit meinem Team, mit Bauunternehmen eine Immobilie aufzuwerten und da Geld rauszuziehen. Das hat eher was Unternehmerisches, mehr als dieses typische Immobilienanleger-Business sicherlich. Aber das ist das, worin ich persönlich den höchstmöglichen Nutzen habe, die höchstmögliche Rendite und auch die Gewinne, die ich einfahre. Von daher, es kann passieren, dass ich mal in Gold investiere, vielleicht sogar in Silber, das hört man jetzt auch ganz deutlich, aber aktuell beschäftige ich mich damit nicht, weil ich relativ gut gesättigt bin mit meinen Themen, sage ich mal, die ich so um mich rum habe. Ich bin aber in dem Immobilienthema sehr stark diversifiziert. Das heißt nämlich zum einen, ich habe zwar nur Immobilien, aber ich habe zum einen das Immobilienmakler-Thema. Das heißt, wir bilden aber auch andere Immobilienmakler aus. Die Firma Immobank GmbH vermittelt seit 2013 Immobilien. Das ist sehr cool. Das sind nämlich externe Immobilien, mit denen habe ich ja eigentlich nichts zu tun. Und da geht es auch um Wohn- und Gewerbe. Das heißt, in Corona-Zeiten jetzt konnte ich mich auf Wohnen nochmal richtig stark fokussieren und auch auf Immobilien, die sehr gut funktionieren, wie Lagerflächen. Ne? So, und dann bilde ich andere Immobilienmakler aus. Da geht es in dieses ganze Online-Thema, Social-Media-Thema, YouTube etc. Und das nächste Standbein sind die eigenen Immobilien, die ich projektiere. Das heißt, ich bin innerhalb dieses kleinen Kosmoses Immobilien trotzdem sehr breit gefächert aufgestellt. Und von daher habe ich da eine sehr, sehr hohe Sicherheit aus meiner Sicht. Jetzt ist es für einen kleinen Investor ja ein ganz schöner Klumpen, sich so eine Wohnung zu kaufen. Ich meine, da reden wir ja schon von einem sechsstelligen Betrag. Und man hat ja das gewisse Klumpenrisiko, also alles in einer Immobilie vermerkt quasi. Ja. Wie gehe ich jetzt damit um, wenn zum Beispiel ein Mietnomade meine Wohnung runter wohnt oder ein Mietausfall kommt? Ist es für einen kleinen Investor nicht doch vielleicht sinnvoller, in Immobilienaktien oder in einen REIT oder ein ETF zu gehen, Immobilien, bevor man sich diese großen Brocken ans Bein bindet? Ja, also da hätte ich tatsächlich selbst auch Angst, wenn ich jetzt wirklich nur ein so ein Ding hätte. Da würde ich dann schon so eine Mietausfallversicherung abschließen, wenn ich eben nur auf eine einzige oder auch auf zwei oder drei Immobilien setzen würde und wäre auch davon abhängig oder ja stark gefährdet, irgendwann insolvent zu sein. Dann würde ich definitiv eine Mietausfallversicherung abschließen. Ich selber habe das jetzt nicht, weil ich so diversifiziert bin und breit aufgestellt bin, denn ich nehme das Risiko in Kauf. Aber für einen Kleinanleger kann es durchaus sinnvoll sein, der halt auch noch ein anderes Leben hat. Ne? Also der vielleicht einen 8-Stunden-Job hat, der Familie hat, der auch noch ein Hobby hat, noch einen Verein. Ich denke, das ist dann ein guter Weg, den du da vorschlägst. Die Menschen in meinem Umfeld sind halt sehr immobilienlastig an sich. Und die sagen halt auch klar, ich will nicht bei einer einzigen Immobilie bleiben. Meine Vision ist, wesentlich mehr zu haben. Und dann kann man auch ein bisschen risikoaffiner werden, aus meiner Sicht. Auf jeden Fall Rechtsschutzversicherung, ja? Ja. Aber ich habe sowas regelmäßig tatsächlich. Aber ich habe auch Immobilien, die zum Teil sehr risikobehaftet sind, seien es Monteursunterkünfte oder es sind irgendwelche anderen Unterkünfte, wo Unternehmer ihre, weiß ich nicht, Innendienstkräfte aus Polen und so weiter auch mal für ein paar Monate unterkommen lassen. Möbliertes Wohnen ist manchmal auch kritisch. Also von daher, das ist schon sehr risikobehaftet, aber die Rendite ist mega, mega krass. Also zum Teil 15%. Und da muss man dann auch mal Scheiße fressen.
Zu guter Letzt hätte ich von dir noch gerne so einen Tipp. Wie sollte man denn vorgehen, wenn man seine erste Immobilie kaufen möchte? Ja, auf jeden Fall sollte man auf einen möglichst günstigen Einstandspreis achten. Preisverhandlungen lernen. Also tatsächlich so schnell wie möglich am Zug sein, bevor die Immobilie irgendwie in die Öffentlichkeit geht oder tatsächlich proaktiv auf die Immobilien stürzen, die keiner mehr so richtig wahrnimmt, weil sie schon seit Monaten vielleicht am Markt und viel zu überteuert sind. Also auch das ist eine Möglichkeit zu sagen, und ich spezialisiere mich jetzt direkt auf die, die schon lange am Markt sind und die einfach zu teuer sind. Denn da gibt auch ist dann vielleicht doch mal jemand dankbar, wenn jemand anfragt und anruft und bietet da eine Lösung. Und manchmal ist es eben doch nicht der Punkt, dass der Eigentümer den höchstmöglichen Preis haben will, sondern dahinter steckt vielleicht eine ganz andere soziale Situation, die man anderweitig und nicht monetär lösen kann. Und da muss man ein bisschen kreativ sein, eine sehr soziale Ader auch an den Tag legen und ja, verständnisvoll sein, das ein oder andere, die ein oder andere Geschichte sich mal anhören. Also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, auch da gut einzukaufen, und mit gut meine ich günstig und noch bevor es eben andere wissen, davon erfahren, mit einem Banker zusammentun, der natürlich auch versteht, was man da grundsätzlich vorhat. Auch mal unterstützt bei Immobilien und finanziert die im ersten Step vielleicht gar nicht so, ja, wo der Banker jetzt gar keine Lust drauf hat. Ja, gerade auch im Thema Fix und Flip muss man ja bedenken, dass man nur eine sehr, sehr kurze Laufzeit hat. Davon hat derjenige manchmal gar nicht viel, ne, der den Kredit vermittelt. Also einen guten Draht zum Banker aufbauen, möglichst günstig einkaufen, unterschiedliche Strategien finden, wie man Immobilien akquiriert, zum Beispiel über unsere Leadmaschine oder unser Akquisesystem, was wir auch in den Maklerunternehmen oder bei Kapitalanlegern ausrollen. Das sind solche Punkte, wie man möglichst gut einkauft am Anfang. Vanessa, vielen, vielen Dank für deine Tipps, für das Interview. Es war sehr interessant. Und ich bin gespannt, wann der Jens weitere Immobilien kauft und nicht nur die Immobilienaktien. Du hast ihn sicherlich jetzt auch überzeugt, weil. Ich habe gerade gelernt, ich muss Erbschleicher werden. Also, das glaube ich, Teil der DNA des Immobilienmaklers. Ja, ich traue es mich ja nicht zu sagen, aber die ganzen Omas sind mir jetzt auf die Schliche gekommen, die diesen Channel schauen. Von daher muss ich mir was anderes überlegen. Wenn ihr was zum Thema Aktien, Immobilien, Unternehmertum erfahren möchtet, habe ich heute ein schönes Buch für euch dabei. Das habe ich geschrieben. Reichtum ist Frauensache, richtet sich primär an junge Leute und vor allem Frauen, die sich nicht mit dem Thema Finanzen auseinandersetzen wollten bislang, aber jetzt der Zeitpunkt gekommen ist. Schreibt einfach unter diesem Video Kennwort Gewinnspiel und ich bin sicher, einer von euch hat Glück und gewinnt bis Ende März dieses schöne Buch. Ich werde euch auf dem Laufenden halten, wer der Gewinner oder die Gewinnerin sein wird. An dieser Stelle. Veröffentliche es auf meinem Instagram-Channel. Was hast du da Kannst veröffentlicht? du auch mal einen zuschicken, dann veröffentliche ich dir das auf meinem Instagram-Channel. Gerne, dann schicke ich dir alle Bücher zu, die ich mal geschrieben habe. Und dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und bis bald auf finanzdiva.de. Wiedersehen.